Herzlich willkommen in der Textilklinik. Das ist quasi für Chirurgen oder für angehende Chirurgen, weil es hat ja mit Nähen zu tun. Und wir sind hier im Kreissaal, also alles schön passend. Ich werde euch erst mal ein bisschen erzählen, wie man Textilien repariert ohne Nähmaschine, weil viele vielleicht keine haben. Dann erzähle ich euch, wie eine Nähmaschine funktioniert, weil man kriegt gebrauchte Nähmaschinen auch schon schnell so für 100 Euro oder so. Und dann sollte man aber wissen, wie funktioniert die technisch, weil als Nerd kriegt man es hin, dann damit zu nähen, wenn man mal weiß, wie die Fäden da drin verlaufen, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Danach erzähle ich ein bisschen sowas zum Thema so, ja, wie kann ich Dinge ändern, wenn ich irgendwie zum Beispiel was billig eingekauft habe und das mir aber nicht ganz passt. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was zum Thema so Wiederbelebung von alten Textilien, was Neues daraus machen, ja. So, das erste ist das ganz Ärgerliche, wenn ihr eure Nerdshirts in der Waschmaschine wascht und dann habt ihr diese kleinen Löcher drin, die zum Beispiel von Reißverschlüssen oder anderen Sachen kommen. Ich weiß auch nicht, man hat irgendwie immer das schönste T-Shirt, hat ein kleines Loch und an irgendeiner hässlichen Stelle. Und was man üblicherweise in seinem Hackerspace noch so rumliegen hat, sind von der Plotterfolie so Reste, also so Aufbügelfolie. Ansonsten kann man sich auch Sachen kaufen, aber das hat man häufig so im Hackspace noch rumliegen. Und die kann man auch bügeln mit einem Bügeleisen zum Beispiel. Die ist eigentlich zu bügeln bei 160 Grad. Das entspricht ungefähr 3 Punkten, also Baumwolle bügeln mit dem Bügeleisen und ohne Dampf. Also man bügelt es einfach, dann ist es drauf, dann ist das Loch zu. Man sieht es auch hier, ist ein bisschen schwierig, das so nah zu fotografieren, aber man sieht halt, dass das Loch zu ist und man sollte es in einer ähnlichen Farbe machen. Man kann auch noch die Fasern so ein bisschen möglichst aneinander schieben, dass man das Loch gar nicht mehr sieht. Dann hat man allerdings eine kleine Falte drin, also was man halt optisch lieber mag. Aber man sieht es hinterher kaum noch und es reißt auch nicht weiter auf. Also das ist ja so der Hauptteil. Der nächste Teil sind Scheuerstellen. Also irgendwie so auf gefühlt jedem zweiten Chaos-Event schafft es irgendjemand mit seiner Nerdhose, und zwar der einzigen, die er dabei hat, mit der man so schön viele Taschen hat für das Event, dass sie irgendwie reißt. Und das ist sehr ärgerlich, weil wenn eine Hose mal wirklich gerissen ist, so gerade so zwischen den Beinen irgendwo, weil es da am meisten scheuert, dann kann man da auch nicht mal mehr eben nähen, weil da fehlt ja Material und dann müsste man eine größere Operation machen, aber es ist schwierig. So, was aber gut geht, ist, wenn ihr merkt, meine Kleidung hat jetzt eine kleine Scheuerstelle, dass ihr so ein Vlies aufbügelt von der Innenseite. Da kann man zum einen nähen sowas wie Stickvlies oder so, das kann man... Haben wir zum Beispiel im Zeitlabor auch, hat jetzt nicht vielleicht jeder. Es gibt aber auch solche Fliese zu kaufen im Internet. Und im Gegensatz zu Stickvlies gibt es auch noch Fliese zum Nähen, die leicht dehnbar sind. Das heißt, wenn man tatsächlich einen dehnbaren Stoff hat, gibt es Fliese, die dehnbar sind zum Aufnähen und sich mit dieser Scheuerstelle dann trotzdem dehnen und das verstärken. Der nächste Klassiker ist so der Reißverschluss, der kaputt gegangen ist, und zwar wo nur dieser Zipper vorne abgefallen ist. Und da gibt es tatsächlich so Klipse, also so Schieber zum Aufklipsen. Und die sind gar nicht teuer. Also man muss nicht den ganzen Reißverschluss tauschen. Wenn man doch mal den ganzen Reißverschluss tauschen muss, weil der selbst kaputt gegangen ist, weil die Zähne irgendwie da ausreißen, das ist ein bisschen aufwendiger. Also da ist es leider häufig so, dass wenn man das auch zur Änderungsschneiderei bringt oder so, dass es irgendwie bald mehr kostet, als einen neuen Pulli zu kaufen oder so. Also bei einer teuren Jacke lohnt sich das, aber sonst halt eher nicht. Und auch sonst ist es so, wenn man das halt selber machen möchte, muss man den kompletten Reißverschluss raustrennen und einen neuen einnähen und das in genau der richtigen Länge. Das heißt, man muss einen Reißverschluss kriegen, der, dann hat man so eine Zahl wie 62 Zentimeter und braucht einen Reißverschluss in der Länge und so. Das ist alles kompliziert. Aber solange es nur der Schieber ist, ist es eine Sache von 5 Minuten, nicht mal. Also man muss halt noch einkaufen gehen. Und das nächste große Problem ist ja, diese ganzen schwarzen Nerdshirts. Die waschen ja nach einer Weile aus. Also irgendwann sind die so gräulich. Also so gerade so, wenn ich so an mein 22C3-Shirt denke. nein, also ihr kennt das, dass die einfach so
nicht mehr schön sind. Jetzt ist es aber so, dass diese ganze Textilfärbefarbe nicht auf Plastik färbt, das heißt, oder auf Farbe, das heißt, siebgedruckte Shirts oder Flexfolie, das kann man einfach färben und dann ist das T-Shirt wieder schwarz, aber dieser Aufdruck wird nicht schwarz. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwie Sachen hat, die vielleicht nicht rein Polyester oder so sind, weil die eventuell sich mitfärben. Also ich habe mal irgendwas versucht nachzufärben, da hatte ich mir Flecken reingemacht in einen schwarzen Hoodie, der bestickt war. Und ich habe den halt gefärbt und hinterher war auch die Stickerei schwarz. Ist so, nicht so schön. Das heißt, ihr müsst mal vorher mit der Farbe ausprobieren, wenn ihr irgendwo eine Stelle habt, wo man es nicht sieht, irgendwie verdeckt zu färben. Und es gibt diese Farben sowohl für so in so Töpfe rein, wie ihr das hier seht, als auch eine andere Sorte Farbe, die könnt ihr direkt in die Waschmaschine hinzugeben. Da müsst ihr hinterher dann nochmal ein paar Spülgänge in die Waschmaschine reinmachen, dass nicht auch hinterher alle anderen Sachen schwarz werden. Aber an sich ist es halt sehr unkompliziert. Und dann hat man wieder T-Shirts, die aussehen, als hätte man sie nur zu den Events angehabt. So. Ja. Ja, also es ist so, also das, was ich nehme zum Färben, ist Simplicol und die haben zwei verschiedene Sorten Farben. Einmal diese für in den Topf, die auch warm bleiben muss und die ist tatsächlich dazu gedacht, dass man sie eben in einem Wohnbereich auch einsetzen kann. Und diese Maschinenfarbe ist aufgrund von irgendwelchen auch gesundheitsschädlichen, was auch immer Sachen, sollte man die nur in der Maschine benutzen. Also das, wenn man danach googelt und sagt, warum kann ich die eigentlich nicht in einem Topf benutzen, das funktioniert doch genauso, dann sagen die einfach, ja, weil Stoffe drin sind, die nicht zugelassen sind. Ich weiß es nicht, wie schlimm es tatsächlich ist, weil da schauen die Hersteller natürlich auch immer so, das ist nicht so, ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn du ein T-Shirt wegwirfst, weil es ausgetragen ist, ist es ja auch umweltschädlich, ne? Im Sinne von. Ja. Nö, ich meine, deine Textilien werden ja auch gefärbt, wenn du sie kriegst. Also die Baumwolle wächst ja nicht schwarz, ne? Also. Ja. Aber also ich hatte keine Probleme damit. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die groß andere Magie machen als normale Färbestoffe, ne? Ich mache halt meistens tatsächlich, ich habe meine Maschine hat einen Maschinenreinigungsgang. Da wäscht die bei 70 Grad sich selbst. Deswegen, keine Ahnung, bei mir funktioniert es. Ja. So, wer von euch hat denn schon mal mit einer Maschine genäht? Wow, okay. Großer Anteil. Wer hat schon mal mit der Hand, nee, wer hat noch nie nicht mal mit der Hand genäht? Noch nicht mal so. Okay, immerhin für manche ist es neu. So, wenn man mit der Hand näht, macht man ins Ende vom Faden irgendwie einen Knoten rein und dann näht man so eine Wellenlinie oder was auch immer. Das heißt, man hat eine Nadel und einen Faden und irgendwie ein Stück Stoff oder zwei Lagen Stoff, wie auch immer. Das Problem ist, dass es von Hand sehr schwierig ist, gleichmäßig zu nähen. Also man braucht sehr, sehr, sehr viel Übung, bis diese Stichabstände und der Zug, den man auf den Faden gibt, schön aussehen am Ende. Oder man kauft sich eben eine Nähmaschine. Eine Nähmaschine transportiert von Stich zu Stich den Stoff gleichmäßig. Das heißt, man hat ein gleichmäßiges Stichbild. Und eine Nähmaschine hat zwei Fäden. Es kommt einer von oben und einer von unten. Wenn ich kein Stück Stoff hätte und nähen würde, hätte ich hinterher eine Kordel, die sich einfach immer weiter verdrillt. Und letzten Endes drillen sich eben diese beiden Fäden ineinander immer bei einem Stich. Das heißt, ich habe eine Verdrillung im Stich und steche dann weiter und habe wieder eine Verdrillung. Das Schöne an dieser Art zu nähen ist halt so,
dass es sehr, sehr, sehr schnell geht. Und man hat eben diesen Oberfaden, der sich um diese Unterfadenspule wickelt, um diese Verdrillung zu erreichen. Und das ist halt ja sehr, sehr, sehr gut so. Manchmal, wenn man näht, muss man halt die Fadenspannung richtig einstellen. Also ihr seht jetzt, diese Verdrillung sitzt ja genau in diesem Loch, was gestochen wird. Und wenn jetzt Oberfadenspannung oder Unterfadenspannung irgendwie falsch ist, dann sieht das Genähte hinterher nicht nur schlecht aus, sondern es hält auch nicht so gut. Also es ist immer so ein Ding, die Maschine richtig einzustellen. Wenn ihr euch jetzt mal anschaut, was so eine Maschine kann, dann hat die meistens so verschiedene Features, die irgendwie gelistet sind, wenn man sich die kauft. Die meisten haben irgendwie einen Gerad- und einen Zickzackstich. Damit kriegt man schon die wichtigsten Sachen hin. Manche haben noch so einen Pseudo-Overlock-Stich. Also ein echter Overlock-Stich wäre irgendwie mit 4 Fäden oder so. Die macht den mit 2 Fäden. Dabei näht sie sowohl 2 Lagen Stoff zusammen, als auch eine Versäuberung von der Kante. Das kann man ansonsten auch machen, indem man einen Zickzackstich und einen Geradstich nebeneinander an eine Stoffkante setzt. Geht auch, dauert länger und man muss halt sauber genug nähen können, dass man mit dem Zickzackstich auf der einen Seite des Geradstiches bleibt. Das heißt, man muss halt mehr Fingerspitzengefühl haben. Deswegen würde ich sagen, wenn man ein Anfänger ist und nur eine Maschine kaufen möchte, dann sollte die halt die ersten 3 Stiche können. So. Jetzt ist so die Sache. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist es meistens so, ich gehe Klamotten kaufen und ich habe nicht exakt eine Konfektionsgröße. Ich bin zu kurz zum Beispiel. Das heißt, ich muss einfach alle Hosen kürzen. Es geht nicht anders. Und die kann man jetzt natürlich in Erinnerungsschneiderei bringen. Das heißt, jedes Mal sich da hinstellen, sich abmessen lassen, eine Woche später das abholen und irgendwie 5 bis 10 € zahlen, wenn es eine günstige ist. Und sich im Zweifelsfall darüber ärgern, dass doch ein Zentimeter zu viel oder zu wenig ist. Oder man macht es eben selber. Und das rechnet sich ziemlich schnell. Also wenn man sich überlegt, dass jede Hose, die ich kaufen muss, gekürzt werden muss und eine günstige Nähmaschine auf eBay gebraucht irgendwie vielleicht 100 € kostet, habe ich das schon bald wieder drin. Also ja. So, jetzt ist es so, das Ding ist auch, dass man häufig so im Flussverkauf irgendwie sowas kriegt wie ein T-Shirt, was eine Nummer zu groß ist, aber schön aussieht. Oder man hat, was weiß ich, irgendwie einen Lieblingspulli, den möchte man ändern oder wieder beleben, das machen wir später. Das geht halt mit der Maschine super. Der erste Teil mit den Hosenkürzen ist so, dass wenn man eine Hose kürzt, sollte man halt mal im Stehen messen, wie sie dann fällt. Also es ist einfacher, wenn man die zu zweit mal abmisst, wie viel man kürzen muss daraus. Und es gibt jetzt bei Jeans ja immer diesen schönen Falz unten, der so eine Musterung hat, also so ein ausgewaschenes Muster unten im Falz. Und wenn man das erhalten möchte, dann kann man hergehen und da quasi so einen Knick reinnehmen, wie man das jetzt hier sieht, also doppelt falten und dann umfalten. Dann hat man zwar hier eine etwas dunklere Linie, aber man hat noch diese original ausgewaschenen Sachen von der Jeans. Ich persönlich sage, ich nehme eigentlich diesen Used Look, finde ich nicht so toll. Ich finde es gut, wenn ich eine Jeans habe, die unten ordentlich aussieht. Kann man machen, wie man möchte. Also kann man auch, wenn man ansonsten Bock hat auf Used Look, aber nicht diese Doppelkante, kann man hergehen mit Bimsstein, das irgendwie nachbearbeiten und ausschleifen und selber kaputt machen. Warum auch immer man Klamotten kaputt machen sollte. Naja. Ja, das Problem ist, wenn man viele Lagen Stoff hat, also auch zum Beispiel, man kann zum Beispiel auch über einen Plastikreißverschluss nähen, wenn man ihn einnäht, wenn man das möchte. Man sollte das aber nie machen mit Motor von der Maschine, weil dabei bricht die Nadel meistens ab, sondern man kann einfach dieses Handdrehrad von der Maschine bisschen drehen, dann sticht die ganz langsam und du hast ein Gefühl dafür, wie sich die Nadel verhält, also ob die da noch durchkommt. Und das nächste ist, man hat ja diesen Stofftransporter, also kann ich mal eben... Wo haben wir Stifte? Ah, hier. Kann man das so lesen? Ja. Also ich habe ja hier oben so einen Transporteur, ne? Über meinem Stoff. Und hier kommt die Nadel quasi durch. Und die möchte jetzt hier durch diesen
durch was auch immer, das ist jetzt so mein Stoff, der hier liegt, möchte sie halt durchstechen, so. Und jetzt ist das Problem, wenn der Stoff jetzt hier so eine große Welle hat, dass eben auch dieser Transporteur hier oben sich mitkippt. Das heißt, dieser Transporteur kommt im Zweifelsfall in eine Position, wo er dann zum Beispiel so schräg nach oben zeigt oder in die Gegenrichtung. Und was man da machen kann, ist, dass man tatsächlich irgendein Stück, was auch immer, ich nehme da gerne zum Beispiel eine Schere rumliegen habe, die Schere oder so, oder irgendwas, was die Höhe hat, was ich hier hinten drunter lege, damit der Transporteur wieder nach oben kommt und diese gerade Stellung hat. Dann hast du nämlich auch nach wie vor den gleichen Stichabstand. Und ansonsten halt einfach von Hand langsam, weil sonst bricht die Nadel. Und gerne auch immer vor so einem Nähprojekt eine frische Nadel rein. Die Nadeln sind ja nicht so teuer. Also du siehst auch immer, wenn du mit einer alten Nadel genäht hast in irgendeinem filigranen Stoff, dann macht die quasi Löcher in den Stoff, anstatt wirklich sauber zu nähen. Also dann reißt es eher mal auf da irgendwo. Also die Nadeltypen sind tatsächlich wichtig, weil es eben darum geht, wie diese Nadel durch den Stoff kommt. Es gibt auch für Jersey zum Beispiel solche Ballpoint-Needles, die haben tatsächlich einen kleinen Ball vorne an der Spitze, der dafür sorgt, dass du durch den Jersey-Stoff quasi die Fasern auftrennst und nicht kaputt stichst, wenn du da durchgehst. Das heißt, ich wechsle immer meine Nadeln vor dem Nähprojekt auf den richtigen Nadeltyp. Und wenn ich schon mit den Augen sehen kann, irgendwie ist die Nadel nicht mehr so ganz spitz, dann kommt die in den Müll, auch wenn sie noch nicht gebrochen ist. Ja. So, das nächste große Problem ist, dass Hosen häufig hinten abstehen. Und das Problem haben auch Leute, die eine normale Konfektionsgröße haben häufig, weil man bei einer Jeans, wenn man sie billig produzieren will, ist es so, dass viele Hersteller sagen, wir haben irgendwie zwei Umfänge, also hier oben einen, da einen, das sind die Umfänge, die die Jeans einhalten soll. Und die Umfänge kann man auch noch erreichen, wenn man zum Beispiel anfängt, vorne mehr Material zu machen und hinten weniger oder umgekehrt, was dazu führt, dass die Schnittmusterkante dann zum Beispiel am Po gerader wird. Man hat also immer noch die gleichen Konfektionsgrößen, wenn man an denselben Stellen misst. Man hat aber hinterher eine Hose, die hinten dazu tendiert abzustehen. Wozu machen die das gerade? Naja, sie sparen Stoff. Also man kriegt mehr Hosen auf die gleiche Stoffbahn. Und es ist einfach günstiger, eine Hose, die hinten gerade ist, zu nähen. Jetzt sind aber viele Leute hinten eben nicht einfach gerade hoch, sondern mehr so. Und dann braucht man aber vorne auch mehr am Stoff, so, ne? Und dann funktioniert es nicht. Und dann muss man also hinterher hinten was rauskürzen. Jetzt kann man das machen mit einem Abnäher. Das funktioniert vor allem bei so dünnen Stoffhosen ganz gut. Das Problem mit diesen Abnähern ist, was ich persönlich immer habe, die kratzen. Das ist einfach nicht toll. Man bringt das zur Änderungsschneiderei, die sagen, oh, kein Problem, für 5 Euro mache ich in die Jeans, so dass sie sitzt, und dann kratzt es die ganze Zeit unglaublich im Rücken. Wenn man wirklich eine ganze, so eine komplette Faust oder so raustrennen will hinten. Das hat man leider häufig. Ich kaufe mir solche Hosen inzwischen einfach nicht mehr, weil ich sage, aber manchmal will man halt für 10 Euro eine Jeans holen, weil sie irgendwie, warum auch immer man das machen möchte, man hat halt wenig Geld oder so und will von seiner Nähmaschine profitieren. Dann kann man eben dieses komplette Band, was oben um die Jeans geht, auftrennen. Und jetzt seht ihr hier so ein Band, das ist halt hier einmal aufgeschnitten, das ist die eine Hälfte. Das hat halt schon mehrere Lagen innen drin und da ist auch meistens nochmal so ein Vlies drin, der das Band verstärkt. Und dann kann man von der linken Seite versuchen, dieses Band wieder zusammenzunähen nach dem Kürzen und auch aus der Jeans selbst was rauskürzen. Also auch mit einem Abnäher oder ohne Abnäher, ist egal. Kann man auch alle Nähte auftrennen in der Jeans, wenn man möchte. Aber so kriegt man eben diese Abnäher oder was auch immer wieder oben im Bund versteckt, ohne dass eben dieser Bund durch so einen komischen Falz anfängt zu kratzen. Dann sitzt man aber halt nicht mehr 5 Minuten da dran, sondern schnell mal 2 Stunden. Aber ja, es sitzt wieder ordentlich. Das nächste Ding ist, wenn man ein T-Shirt verkleinern will, also zum Beispiel dieses typische Problem, was man so als Frau auf den Nerds-Events hat, ist ja so, oh, wir haben keine Frauengrößen mehr, oder auch, ja, wir haben Frauen-T-Shirts, aber nur bis Größe L, und dann passt man nicht in L, und dann kauft man sich halt ein Männer-T-Shirt, aber das sitzt einfach wie ein Sack. Und dann möchte man ein bisschen was am Rand kürzen. Jetzt ist das
erste Problem, was man hat, wenn man einfach nur am Rand entlang kürzt, so ein bisschen, so 1-2 Zentimeter geht immer. Aber danach stößt man an die Grenzen. Ihr seht hier, das habe ich mal aus dem Internet, Quelle Internet, habe ich was Schönes gefunden. Da hat nämlich jemand, wie man sieht, einfach mal am Rand was weggezeichnet. Und man sieht hier oben, dass der Arm eigentlich nicht rechtwinklig ist, sondern dass der ein bisschen eine Rundung hat. Und derjenige hat jetzt einfach, um an dieser Nahtkante zum Ärmel zu bleiben, so ein richtiges V schon da reingenäht. Also so, das geht hinterher spitz rein und dann hat man an der Schulter zu wenig Platz. Das heißt, man hat hinterher tatsächlich, wenn man das ohne so einen V kürzt, hat man ansonsten das Problem, dass man diese rote Naht, das ist ja die Original-Ärmelnaht, wie sie lang geht, dass die plötzlich mitten auf dem Ärmel sitzt. Also ich hätte jetzt dann hinterher mitten hier drauf eine Naht sitzen, anstatt hier auf der Schulter. Und dann sitzt es auch sehr komisch. Und in dem Fall kann man leider nur noch eins machen, nämlich das komplette T-Shirt auftrennen und tatsächlich die Ärmel neu annähen. Und dann hat man das aber auch gut gekürzt. Also das geht super. Und dann sitzt es auch, als hätte man das in genau dieser Größe gekauft oder sogar noch besser. Und man kann sich dafür halt zum Beispiel ein altes T-Shirt nehmen, was man hatte. Also man kann einfach immer ein altes T-Shirt auf links drehen, gucken, wie war das genäht, wie groß war das. Und das ist die Menge, auf die man das dann kürzt. Das nächste typische Ding, was so kaputt geht, ist, wenn man sich so ein Veranstaltungshoodie kauft und ihn die ganze Zeit trägt, dann bricht der häufig vorne an diesem Bündchen auf. Da ist ja so ein Strickbündchen vorne drin und das flattert vorne auf. Was man da gut machen kann, ist, man schneidet sich ein rechteckiges Stück Bündchenstoff zu. Den gibt's eigentlich in jedem Nähbedarf. Man braucht ihn natürlich als Nerd immer nur in Schwarz, aber es gibt ihn in allen möglichen Formen und Farben. Sogar mit Streifen, wenn man das möchte, wenn man auf Ringelbündchen steht. Und dann näht man sich da so eine Art Röhre draus und stülpt die einmal um. Und das ist das Bündchen, was man hinterher dann annähen kann, wie man das auf den Fotos hier unten sieht. Und man braucht an Stoffmenge 2 Arme natürlich, ne? Und der Stoff muss doppelt so hoch sein, also in diesem Quadrat doppelt so hoch, wie das Originalbündchen werden soll. Also sowas wie, keine Ahnung, wenn es 8 Zentimeter werden soll, macht man halt 16 Zentimeter und ein bisschen Nahtzugabe. Und im Umfang so messe ich meistens einfach meine Hand. Also ich gehe einfach über den Daumen hier einmal rüber. Das ist der Umfang, den ich nehme, weil ich ja möchte, dass das Bündchen an meinem Arm später stoppt und dass es nicht wie so ein übergroßer Zombie-Hoodie über meine Arme fällt, sondern das soll ja einfach hier aufhören und auch den Ärmel stoppen. Und ich möchte auch was hält, wenn ich den Ärmel hochziehe. Und deswegen sollte es nicht mehr Umfang als das haben. Das nächste Ding ist, manchmal ist so ein Hoodie dann wirklich durchgetragen und das ist halt der Lieblingshoodie und das ist genau, nur der sitzt genau so und das ist alles schrecklich und die Welt geht unter, weil es ist ja der Lieblingshoodie und was soll man anziehen? Man kann ja auch nicht nackt rausgehen und es ist immer so ein Problem. Was man aber gut machen kann, ist, dass man sich alte Kleidung nimmt und einfach mal an den Nähten tatsächlich aufschneidet, also zum Beispiel auch die Nähte mit abschneidet, dann ist es ein bisschen einfacher, als eine Naht aufzutrennen und das als Schnittmuster zu benutzen. Das heißt, ihr nehmt einfach euren tollen Lieblingshoodie, geht her, schneidet dran entlang und fertig und näht wieder einen neuen draus. Ist auch ganz nett, weil wenn man sich ein Schnittmuster im Internet kauft, dann kostet es schnell mal irgendwie 10, 15 Euro dafür, dass man dann ein Schnittmuster hat, von dem man trotzdem noch nicht weiß, ob, wenn es dann mal genäht ist, es einem passen wird. ja, das ist dieses große Problem. Deswegen, ich bin gar nicht so, ich kaufe normalerweise gar keine Schnittmuster, sondern ich gehe einfach her, nehme irgendwas, was mir gefallen hat, drehe es auf links und male es nach oder schneide es auseinander und male es nach und nähe es mir selber wieder. Und dann ist es halt das Schnittmuster in meiner Größe, aber ich nähe ja auch nicht für 100 Leute kommerziell, sondern nur für mich selber und dann geht es. So. Der nächste Teil ist Upcycling, also das ist der Begriff, das ist im Prinzip die Organspende in der Textilklinik, das heißt, ihr habt irgendwie ein altes Kleidungsstück, was an sich tot ist, aber ihr wollt irgendwie noch was draus machen. Und das Ding ist, dass es eigentlich nicht so geil ist, die Sachen in die Altkleidersammlung zu geben, weil
manche Sachen davon landen dann erstmal bei den lokalen Hilfsorganisationen, das ist der schöne Teil, aber viele dieser Klamotten landen leider in der dritten Welt und machen dort die Textilindustrie kaputt. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr irgendwelchen afrikanischen Kindern dann Kleider spendet, sondern die werden an die verkauft. Das heißt, die zahlen dann immer noch Geld für eure Klamotten. Und es ist halt eine große Industrie und es ist einfach nicht so geil. Also ist die Frage, was macht man jetzt mit diesen alten Klamotten? Oder ist es vielleicht so, normalerweise ist Stoff unglaublich teuer zu kaufen. Also wenn ihr euch irgendwie einen Hoodie nähen wollt und kauft einen guten Sweatstoff in einem Textilladen, dann gebt ihr hinterher manchmal sogar mehr aus, als wenn ihr einen normalen Markennamen kaufen würdet, und zwar so eine große, teure Marke, ne? Und wenn ihr jetzt halt hergeht und seht, oh, das ist ein Angebot, das fasst sich super an und das ist ein XXXL T-Shirt und das ist ein schöner Stoff, dann nehme ich sowas auch manchmal mit. Bisschen schlechtes Gewissen, weil man weiß ja nie, woher es kommt. Allerdings, wenn man Markenklamotten kauft, weiß man auch nicht so genau, woher die kommen. Und dann kann man sich das eben ja selber was daraus nähen aus diesen Stoffteilen. Der erste Teil, das hat jetzt die Biene genäht, wenn ihr die kennt, die hat mal eine Panty aus einem Nerdshirt genäht und da bietet sich natürlich dieses Nothing to Hide vom 25C3 ganz gut an. Wenn ihr was anderes habt, also man kann wirklich schöne Sachen aus diesen Resten nähen. Und so ein T-Shirt ist auch immer groß genug für so ein Höschen. Ja, der nächste Teil ist, nachdem ich dann irgendwie festgestellt habe, ja, ich kann in Jeans hinten was rauskürzen, aber ich kann Jeans auch selber nähen, hatte ich plötzlich so einen Stapel Jeans, wo ich gesagt habe, die passen mir alle nicht, die ziehe ich nie wieder an. Die haben kleine Taschen, die stehen hinten ab, die sind ausgewaschen, nee. Und aus diesem großen Stapel Jeans habe ich mir einen Sitzsack gemacht. Und das erste Wichtige ist, man muss diese Jeans gar nicht auftrennen, sondern man muss da eigentlich nur gleich große Rechtecke oder Quadrate zuschneiden. Also meine Grundgröße war etwa 16 mal 16 Zentimeter und dann habe ich Vielfache von 16 mal 16 Zentimeter oder diese kleinen Stücke genäht und dann immer so in kleinen Stücken wieder größer zusammengenäht, bis es dann hinterher eben so ein großer Sitzsack war. Da unten sieht man, ich habe einen Innensack genäht und einen Reißverschluss und so weiter, weil diese Styroporkugeln halt doch ziemlich rumsauen und man aber vielleicht den Bezug mal waschen können möchte. Und am Ende hat man einen riesigen Sitzsack. Zur Orientierung, ich glaube, ich habe mir da so 400 Liter EPS-Perlen auf Amazon bestellt. Die kommen dann in einem großen Karton. Und da ist wieder so ein großer Müllsack drin und da sind dann diese EPS-Perlen drin. Und ich wohnte damals im 5. Stock und der Briefträger hat das, hier haben sie ihre EPS-Perlen, war nicht glücklich. Und beim Transport war diese Tüte da drin schon leicht aufgerissen. Ich hatte also schon die ersten EPS-Perlen in der Wohnung. Und was man dann ganz gut machen kann, ist, also man öffnet halt diesen Reißverschluss von seinem Innensack und macht das schon vorhandene Loch oder dann noch weiteres Loch. In dem Fall haben wir noch weiteres Loch gemacht, weil wir das Loch im Sack erstmal nicht gefunden haben und nicht alles vollsauen wollten. Aneinander und dann haben wir da so Gaffer-Tape drumherum gemacht. Also geht eigentlich nur zu zweit und dann haben wir halt von dem einen Sack in den anderen Sack umgefüllt. Immer noch mit ein bisschen Sauerei, aber mit überschaubar viel Sauerei. Also wenn man sich die Amazon-Bewertung zu EPS-Perlen liest, dann sagen die meisten Leute, es ist ein scheiß Produkt und ich habe noch Wochen später in meinem Garten EPS-Perlen gefunden. Das ist also die Bewertung dieser Perlen orientiert sich also nicht daran, ob die qualitativ gut sind, sondern einfach nur, Leute sind unfähig, sie umzufüllen. Man möchte darauf achten, dass die Leute in der Bewertung schreiben, dass sie nicht sehr schlimm riechen und man möchte in der Bewertung darauf achten, dass es B1, Brandschutzklasse B1 hat, weil das ansonsten ist halt ungeil, wenn dieses Zeug dann anfängt zu brennen von irgendwas. Und der ist super robust, also ich stelle den regelmäßig auf den Balkon und das ist einfach nur, es ist toll. Ja genau, ich habe die Taschen dran gelassen, ja. Oh, ich glaube, der ist, ich habe jetzt kein Foto, wo ich drauf liege, ne? Aber ich kann da tatsächlich, der ist so ein bisschen mehr als 1,60 lang. Also ich kann den schon als Bett benutzen.
Na, ohne Perlen waschen, nur der Bezug. Ja, ich habe so eine 9-Liter-Waschmaschine. Das ist ziemlich. Also bei mir geht es. Ja, ist dicker, ja. Ich habe auch noch ein, zwei so Jeans-Reste vom Nähen genommen. Nicht nur Jeans an sich, sondern einfach nur Jeans-Stoff. Kann man auch gut kombinieren. Aber ist immer geil, so ein paar Original-Jeans mit reinzumachen wegen der Taschen. Ja. Das nächste Problem ist die zu enge Bluse oder das zu enge T-Shirt. Was weiß ich, ihr habt zugenommen oder ihr stellt fest, irgendwie im Laden hat diese Bluse noch gepasst, aber wenn ihr euch darin bewegt, platzen die Knöpfe auf. Und was man halt auch sehr schön machen kann, ist seitlich so einen Jersey-Streifen einzunähen und vielleicht sogar noch eine Jersey-Kapuze. Das geht auch ganz gut mit normalen T-Shirts. Also gerade so Sport-T-Shirts haben ja häufig tatsächlich an der Seite auch so Streifen. Also es sieht dann gar nicht gefrickelt aus, sondern es gibt hinterher ein schönes Gesamtmuster. Und der nächste Teil ist, das war eins meiner ersten Nähprojekte, dass man einfach mal so hergeht und habe ich gesagt, oh, das ist ein schöner Pulli, der ist irgendwie so 3XL von H&M oder so. Und geht her und macht was Schönes daraus. Und in dem Fall habe ich so ein Nintendo Gameboy Hoodie gemacht, mit der Idee, dass man halt so sagt, so ja, es müsste doch eigentlich einfach sein. Und da bin ich auch schon auf diese Probleme gestoßen mit, wenn ich jetzt irgendwie einen großen Hoodie verkleiner, wie mache ich das? Und da bin ich auch schon darauf gestoßen, dass es irgendwie blöd ist, einfach nur so einen Rand wegzutrennen. Habe es aber bei dem noch so gemacht. Also man kann ihn auch tragen und es passt schon irgendwie, aber die Schulter ist ein bisschen verschoben. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht auf dem Foto. Naja, ein bisschen. Also man sieht hier die Schulternaht. Aber so genau guckt ja keiner hin. Und das nächste Schöne ist, es gibt so gerade als Nähanfänger Vlies, den man auf die Rückseite bügeln kann von Stoff und dann ist er endlich hart und wobbelt nicht mehr herum. Und dann kann man auch super diese Buttons aufnähen und es gibt diesen Vlies sogar in beidseitig klebend, sodass man erst die Buttons aufbügeln kann, bevor man sie näht. So, das war's. Ich habe, glaube ich, schon 3 Minuten überzogen. Habt ihr noch Fragen? Oder war jetzt zwischendurch Fragen? Der Reihe nach, ja, du und dann du, ja? Für was? Wir haben in Darmstadt haben wir H&N Stoff, aber ja, ich gehe ungern zu Karstadt, weil ich Karstadt teuer finde. Aber du würdest es alles sogar im Karstadt kriegen. Ja. Kommt stark darauf an, was für Stoffe du nähst. Also gerade bei den günstigen Maschinen, was schwer geht, ist Jersey. Also wenn du einen dehnbaren, dünnen Stoff hast, dann ist der Stofftransport von der häufig nicht so gut und dann hast du immer, also es sieht einfach ungleichmäßig aus. Also ich habe auch eine general überholte alte Pfaff-Nähmaschine, also das ist ein bisschen mehr als jetzt die 60 € die du ausgegeben hast, aber immer noch im günstigen Bereich. Also ich glaube, die hat, weil sie general überholt und bla war, hat sie irgendwie, ich glaube, 270 € oder so gekostet. Aber ich habe auch mir eine Overlock-Maschine gegönnt, weil ich eben so viele Textilien nähe, wo ich einen Stretchstoff habe. Wenn du aber Standardstoffe nähst, geht es eigentlich auch so. Also ich habe sehr lange nur mit dieser einen Pfaff genäht. Ja? Was man halt machen kann, ist sich, nee, dass man sich so eine Art Bündchen dran näht. Aber man sieht halt ein Bündchen, aber gerade so ein Strickbündchen zum Beispiel sieht man ja nicht. Verlängern ist halt generell schwierig. Ich würde halt dann eher, was weiß ich, wenn du XL trägst, würde ich halt anfangen, 3XL zu kaufen und es dann zu verkleinern. Das Schlimme ist, dass selbst, ich glaube, XL versus 3XL, du kannst mal auf Wikipedia bei Konfektionsgrößen gucken, das nimmt sich nur 3 bis 5 Zentimeter, wenn du Glück hast, in der Länge. Also wenn du halt einfach nicht ein 1,75 Meter Normmann bist, hast du ein Problem.
oder 1,80 Meter Norman. Ich weiß nicht genau, was die, aber du weißt, wie ich meine, ne? Okay, noch Fragen? Nein? Super.